12.20 Uhr, Data Center Tour Part 2 mit Product Development Team, Ende. 18 Uhr Abendessen. Damit herzlich willkommen zum Video. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir durften das Rechenzentrum in Falkenstein bei der Hetzner GmbH besuchen und haben uns dort wirklich ausgiebig von links nach rechts, von vorne nach hinten umsehen dürfen und dafür jetzt auch erstmal ganz am Anfang natürlich an die Hetzner GmbH oder an die Hetzner, wenn man so möchte, erstmal einen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns das so ermöglicht habt, wirklich bis tief in die Räumlichkeiten halt eben reinzugehen, und das machen wir jetzt als allererstes. Wir gehen rein. Ich glaube, man kann ganz gut erkennen, wo wir sind. Ich glaube, den Laden kennt wir alle. Ich glaube, den Laden haben wir alle schon mal irgendwo gesehen. Heute ist schon Tag 2 unserer ganzen Tour hier und ich muss sagen, wir haben extrem viel gesehen, wir haben extrem viel gelernt. Wir hier werden so ein bisschen der Hauptaugenmerk auf das Thema Cloud und ARM-CPUs legen, obwohl natürlich noch 4 weitere Server jetzt rausgekommen sind, die wir uns jetzt gleich auch noch gemeinsam ansehen werden. Aber kommt, wir gehen erstmal rein. Vielleicht ganz wichtig zu wissen, zur selben Zeit, wo wir in Falkenstein bei der Hetzner waren, war auch der Roman alias Der Bauer und Manuel alias Hardware Deals mit vor Ort, die beide auch nochmal ein schönes Video gemacht haben zu der Thematik Hetzner Data Center in Falkenstein. Kann ich euch nur empfehlen, schaut euch mal diese Videos rein, denn wir machen jetzt hier ein bisschen Fastkurs des Data Centers und werden uns gleich auf die Thematik Cloud ein bisschen mehr fixieren hier. Ich glaube, das Bild, was am meisten hängen bleibt, sind halt eben diese schönen, kleinen, kompakten Server, die natürlich komplett selbst gebaut werden von der Hetzner selber. Die haben selber eine Schlosserei bei sich, wo halt eben wirklich diese ganzen Servergehäuse gebogen werden, sagt man ja so. Wahrscheinlich gibt es Freiblech, wo es halt eben alles gebogen wird. Und dasselbe halt eben die alten, in Anführungszeichen, MIDI-Tower, die heute noch ganz normal, ja, weiterverwendet werden. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ja, Luftführung ist noch ein bisschen was anderes, aber trotzdem, da ist ja nichts dran an den Geräten. Die Rechenzentren sind da, die Schränke für diese MIDI-Tower sind halt eben da. Und weswegen dann halt eben diese nicht ganz normal, ja, weiter benutzen. Aber viel wichtiger ist ja bei dieser Thematik mit diesen kleinen Servergehäusen zu verstehen, was der Gedanke dahinter ist. Der Gedanke ist ganz klar, wir wollen was vereinheitlichen, um halt eben Energie zu sparen, Strom zu sparen, unser ganzer Wärmehaushalt hier vernünftig handeln zu können und uns nicht auf irgendeinen Datacenter-Standard halt eben zu verlassen, der vielleicht nicht so energieeffizient ist, wie die Hetzner es halt eben brauchen wird. Wo wir schon bei energieeffizient sind, auch ja, diese 2 Tage, wo wir vor Ort waren, das Wörtchen Sustainability, was gerade eben die IT ja so ein bisschen bewegt und interessiert, war auch die 2 Tage lang immer ganz, ganz großes Thema. Und auch hier setzt halt eben die Hetzner schon, obwohl sie vielleicht nicht offensichtlich mit diesem mächtigen Wörtchen wirbt, schon ziemlich stark an, dieses ganze Thema von wegen Klima, Abwärme, Luftzufuhr, Luftabfuhr ist halt eben von der Hetzner in ihren standardisierten Rechenzentren so gut durchdacht, dass man das erstmal sich denkt, wow, warum machen das nicht viele andere auch? Vielleicht machen das viele andere auch, aber zumindest wir oder ich, die mir bekannten Rechenzentren, sind alle immer noch Standard. 12 Türen, bevor man irgendwo reingeht, schweinelauter Raum, komplett geschlossen, kein Tageslicht oder sonst was, weder noch irgendwie ein Fenster oder ähnliches und halt eben einfach komplett kreuz und quer verwurstelt alles bis zum geht nicht mehr. Davon kann man hier ganz klar nicht die Rede haben. Hier hat man wirklich einmal grob durchdacht, wie machen wir es? Netzwerkkomponenten hier, Server reihenweise da, fertig. Ganz interessanter Part dabei ist noch, die Hetzner hört im Endeffekt auch nicht auf, denn ihr da draußen seid fleißig halt eben am Server einkaufen. Es werden wirklich monateweise kommen hinten Rechenzentren dran. Der Platz ist zwar leider begrenzt, aber dazu mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, die Rechenzentren werden hinten dran gesetzt. Auch das gucken wir uns mal eben an. Ja, wie ihr seht, ne, wir drehen am Zahn der Zeit, es geht weiter. Die Rechenzentren werden immer größer, wir brauchen immer mehr Server. Wir haben gerade schon gesehen, es werden hier täglich, keine Ahnung wie viele Server, 40, 50 Server irgendwie ausgerollt. Und ihr seht,
So sieht das Ganze einfach mal ein paar Tage vorher. Ich sage jetzt mal überspitzt ein paar Tage. Aber so sieht das Ganze vorher aus, bevor hier die ganzen Reihen drinstehen. Und wie ihr seht, ungefähr hier auf der Höhe ist jetzt in etwa eigentlich normalerweise der Boden. Hier unten runterlaufen halt eben die kompletten Strom- und Kabeltrassen. Ne? Und bevor wir halt eben hier irgendwelche Hardware reinschmeißen, ja, kommen erstmal das. Die Doppelböden liegen hier alle schon rum. Die Stelzen liegen hier alle rum. Ihr seht, Isolierung ist auch irgendwie da. Das heißt, das Ganze geht voran. Ich weiß nicht, wie der Plan ist, wann das Rechenzentrum hier. Wir sind hier, glaube ich, im, lass mich mal kontrollieren, ich weiß gar nicht, DC18, irgendwas in der Richtung müssen wir sein. 19. Ich weiß gar nicht, wann das Thema hier losgeht. Hier nebenan liegen jetzt die ganzen Stelzen im Endeffekt. Und es könnte schon sein, dass auch vielleicht nächste Mal dein Server vielleicht auch hier schon irgendwann unterkommt. Denn, ja, ganz ehrlich, die anderen sind schon ziemlich, ziemlich voll. Und so wie hier Hardware rein und rausgeschoben wird, dauert das hier nicht mehr lange, bis hier wirklich die ersten Server werkeln und du vielleicht deinen nächsten Server hier hast. Naja, und mit den einzelnen Rechenzentren kommt halt eben hinzu, das Ganze muss halt eben irgendwie ausfallsicher sein, also angefangen natürlich über den kompletten Batteriebetrieb. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 15 Minuten, die halt eben komplett über den Batteriebetrieb gefahren werden kann. Ansonsten generell startet halt eben draußen der Diesel, damit einfach euer Server, ja, weiterläuft. Aber gehen wir einfach mal von dem Thema Data Center so ein bisschen weg und widmen uns dem Thema Netzwerk. Denn das ist das, was wir eigentlich nach unserem Server wenig sehen. Wir sehen nur, wir haben eine öffentliche IP-Adresse, die auf unserem Server drauf sitzt. Aber was passiert dahinter? Und das ist halt eben immer das spannende Teil. Hier spricht der Dennis aus der Zukunft. Nicht erschrecken, aber ich habe nochmal Rücksprache mit Hetzner selber gehalten und wir waren uns einig, dass wir das Thema Netzwerk nochmal ein bisschen tiefer beleuchten und dafür habe ich jetzt einfach mal eine kleine Zeichnung für euch mitgebracht, so dass wir auch wirklich unterscheiden können, wie ist die Architektur im Root-Server-Bereich und wie ist die Architektur im Hetzner-Cloud-Bereich. Lasst uns mal auf dem Root-Server anfangen. Ihr kennt selber, eure Server haben eine 1-Gigabit-Verbindung oder halt eben optional eine 10-Gigabit-Verbindung und die ist halt ganz normal. Ich nenne es jetzt einfach mal mit einem Draht einfach mal an den Top-of-the-Rack-Switch angebunden. Das ist auch das, was ihr gleich noch im Video sehen werdet, aber da gibt es halt eben einen Verbindungsweg zu sogenannten Tor, so wurde mir das auch genannt, Top-of-the-Rack-Switch, und von da aus geht es halt eben in den Access-Router, der immer am Anfang der Reihe steht, beziehungsweise an den Access-Router vielleicht fürs Data-Center, aber auch ab diesem Punkt ist es halt eben alles immer komplett redundant ausgelegt und ihr werdet auch gleich noch später im Weg sehen, von da aus geht es dann zum mal über die Datacenter-Verteilung komplett redundant natürlich auch zum Core-Router und von da aus halt eben in die weite Welt oder in die anderen Datacenters ganz normal von Hetzner. Ein bisschen anders sieht das in der Hetzner-Cloud-Infrastruktur aus. Da wird nämlich eine ganz normale Spine-Leaf-Architektur gefahren. Ihr kennt das vielleicht. Dort ist wirklich, macht den vielen Leaf-Switchen, sind halt eben einige Spine-Switche angeschlossen, die miteinander redundant halt eben verbunden sind. Und von dort aus geht es dann halt erst von den Spines redundant zum Core-Router und von da aus natürlich wieder raus in die große Welt. Viel wichtiger noch, die Server, alle Nodes, alle Storage-Nodes sind halt auch ebenfalls mit 10 Gigabit redundant direkt angebunden. Aber schwenken wir jetzt einfach mal von diesem ganzen Netzwerkteil einfach mal in ein anderes Produkt, was auch schon viele von euch da draußen nutzen und ich eine lange, lange schöne Videoserie drüber gemacht habe, zur Hetzner Cloud. Auch die haben wir uns natürlich vollends einfach mal angeschaut, aber seht einfach mal selber. Wir haben uns, glaube ich, in den letzten Videos ultra viel mit diesem ganzen Thema Cloud bei der Hetzner beschäftigt. Und ja, was soll ich euch sagen? Wir stehen gerade im Gang der Gänge und es ist relativ einfach aufgebaut. Relativ einfach bedeutet, auf der ganzen Seite hier haben wir alles, was halt eben die Server, eure Instanzen betrifft. Diese ganzen CX11 und wie sie nicht alle heißen. Hier vorne angefangen von den Intel-Systemen bis über die AMD-Systeme. Ihr kennt sie alle aus dem Buchungssystem raus. Und hinter mir ist alles das, was irgendwie Block-Devices sind. Alles das, was ihr an Backups irgendwo ablegt und so weiter, Snapshots ablegt, ist alles auf dieser Seite. Kompletter Gang, alles komplett Hetzner-Cloud. Hier stehen wir jetzt hinter den Cloud-Servern und eine ganz, ganz wichtige Information, die ich gerade von Hetzner gehört hatte. Ich hatte euch in einem der Videos gesagt gehabt, dass die Grundlage auf der kompletten Cloud hier einfach OpenStack sei. Ist falsch, ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade eben aus erster Hand von Hetzner selber gehört, alles, was unten drunter läuft, unter den ganzen Cloud-Maschinen, ist vollständig selbst programmiert. Das heißt, alle Anwendungsentwickler, die hier sitzen, programmieren direkt von Plane runter, alles auf KVM-Basis, aber die ganze Grundlage, der ganze Software-Stack, alles das, was ihr seht und wie eure Maschinen provisioniert werden oder wie das
Cluster Resource Management quer über die Cloud läuft, ist alles grundlegend selbst programmiert von der Hetzner selber. Ich dachte mir gerade, ich frage einfach noch mal ein bisschen tiefer nach in diese ganze Netzwerkmaterie, wie die Cloud halt eben arbeitet. Und die haben hier wirklich eine Spine-Leaf-Architektur, das heißt, ein Rack ist immer komplett redundant ausgelegt. Das heißt, ihr seht, hier haben wir, jeder Server hat 2x10G DAC-Kabel, die dann halt eben auf so einen Leaf-Switch hier ganz normal draufgehen. Und von den Leaf-Switchen geht es halt dann hoch. Wir haben ganz zufälligerweise da oben gerade, der ist zwar ausgeschaltet, haben wir da oben gerade zufälligerweise einen Spine. Und dann geht das ganz normal in die Verteilerinfrastruktur über die Data Center hinweg. Und da gehen wir jetzt eben. Wir kommen gerade von der Spine-Architektur und gucken uns jetzt einfach wirklich die Inhouse-Verkabelung hier an. Ihr habt das wirklich, und ich glaube, man kann es deutlich sehen. Ich weiß nicht, ob ich es verpixeln muss, aber hier steht wirklich, wo von wo nach wo die Data Center verbunden sind. Also wir sind jetzt hier gerade in DC14 und hier haben wir wirklich die einzelnen Glasfaserfasern zwischen den einzelnen Data Centern da. 16, 6, 6, 11, 3. Also hier fließt wirklich alles zwischen den einzelnen Data Centern zusammen und geht dann halt eben entweder zu den dedizierten Servern oder jetzt, was wir hier nebenan haben, in die ganze Cloud-Infrastruktur. Auch wenn ich es gerade schon in den Einspielern hier gesagt habe, aber da möchte ich nochmal großen Hauptaugenmerk drauf legen, diese gesamte Software, wenn wir uns hier einloggen in die Cloud, in die Konsole.hetzner.com und so weiter, diese ganze Thematik ist selber von Hetzner runtergeschrieben. Das heißt, nein, da liegt kein OpenStack, da liegt kein Proxmox, da liegt kein ESXi, sondern da liegt wirklich plain QEMU unten drunter. Die bedienen sich halt eben ganz normal der Befehlszeile und provisionieren dort drüber ihren Storage, provisionieren dort drüber ihre VMs und handeln das alles selber. Die handeln den kompletten Clusterbetrieb, den kompletten Cluster Resource Scheduling, damit wir halt in Ausfällen oder sonst was halt eben wir persönlich als Consumer in größten Teilen geschützt sind. Natürlich können die es halt eben nicht verhindern, wenn ein Server stirbt, dass auch euer Cloud-Server stirbt, aber die können euch dann dabei ganz normal verhelfen, dass der Server halt eben wieder transparent hochfährt, sodass halt eben ihr keine großen Ausfälle habt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Part, den wir bereits gesehen haben, der zum Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade dieses Video drehe, noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Aber wenn du dieses Video siehst, auch dann ist diese Funktion natürlich für dich verfügbar. Denn die ARM64-CPU-Architektur kommt in die Cloud. Ihr habt es gerade eben vielleicht schon irgendwo gesehen in diesen kleinen Videoschnipseln, aber auch die gucken wir uns mal eben an. Wir kommen gerade aus dem Cloud-Thema, ihr habt es gerade eben gesehen gehabt und wir bewegen uns quasi in die nächste Generation der Hetzner Cloud und ja, hier stehen wir wirklich vor den ARM-Servern, die dann jetzt demnächst kommen werden. Da natürlich auch viele neue ISO-Images oder Images allgemein für die Cloud-Server. Ich glaube, das wird ein super spannendes Thema auch bei mir hier auf dem Kanal werden. Es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, nur mit einer der Neuzeiten. Wir werden sehen, welche Vor- und Nachteile uns ereilen werden in diesem ganzen Thema. Hinter euch wird gerade eben fleißig aufgebaut und ja, Mitte April soll da wohl der Start sein. Ich weiß nicht, wann ihr das sehen werdet, aber ich werde definitiv dabei sein und dieses Thema mit aufnehmen. Hier seht ihr jetzt echt die ersten Anfänge von der ganzen Thematik. Also ihr seht wirklich, die ersten Server sind gerade da. Wir standen ja gerade eben neben den anderen. Und hier, ja, ihr seht, das ist wirklich alles in Bauphase. Wir erzählen euch hier nicht irgendwas vom Pferd, sondern wir sind hier wirklich aktuell live dabei. Kommt mal hier rüber ein Stück. Ihr seht ja wirklich, wir haben Direct Attached 10G-Kabel ganz normal, die wirklich alle schon vorbereitet sind. Die Server kommen jetzt hier nach und nach rein und ja, werden uns demnächst dann in der Cloud erfreuen, wenn wir wirklich einfach mal mit der ARM-Architektur arbeiten können, was wir damit alles machen können. Mir fällt jetzt mal spontan ein, Pimox ist ja schon kompiliert, ne, für ARM64, also ich glaube, das Thema könnte echt, echt spannend werden, was wir alles da an Applikationen draufkriegen werden. Also frei übersetzt bekommen wir jetzt demnächst ARM64 Cloud Server, die natürlich uns entgegenkommen, energiesparend, kostengünstiger und wir können unsere Applikationen und ja, stellt euch gar nicht die Frage, die Applikationen, die wir hier im täglichen Gebrauch nutzen, Webserver, Datenbanken und so weiter, die sind alle für ARM64 kompiliert. Das heißt, die sind sogar in Teilen, es kommt natürlich immer darauf an, auf die Applikationen, in Teilen sogar schneller. Wir sparen uns was bei unserem Portemonnaie. Hetzner setzt halt eben auf diese ARM64-Architektur extrem viele Bausteine drauf. Ich persönlich bin davon der absolute Befürworter, wenn wir halt eben in dem Thema Energieeffizienz und Sustainability halt eben schauen und der geringere Befehlssatz bei ARM64, ja, verleitet halt eben zur Performance. Natürlich durfte eine Sache auch nicht fehlen, auch ich durfte einer meiner Server, die bei Hetzner stehen, einfach mal streicheln bzw. besuchen gehen und das seht ihr jetzt.
Kennt ihr unseren Community-Server schon? Warte mal. Ja, einer von den Server hier ist definitiv der Community-Server. Und mir wurde auch gerade eben mal gesagt, welcher es ist. Wir stehen vor der richtigen Reihe. Reihe 84123 und dann Höheneinheit 8. Ich lese hier eine schöne Zahl. 10, 9, 8. Da ist das Schmuckstück hier vorne. Das ist jetzt einer unserer Server im Endeffekt, der hier wirklich auch mittendrin in dieser riesengroßen Reihe einfach steht. Mittendrin, total unauffällig, ohne irgendein Logo von uns drauf. Das werden wir gleich noch ändern. Aber auf jeden Fall, da ist er. Ihr seht, wir sind auch nur ganz normal hier Kunde und sieht echt gut aus. Nachdem wir uns jetzt diesen ganzen Datacenter-Besuch bei der Hetzner in Falkenstein angesehen haben, würde ich ganz gerne einfach mal mein persönliches Fazit jetzt mit euch teilen. Ich will auch dieses Fazit gar nicht so tief in die Hardware-Materie, in die Datacenter-Materie oder sonst was halt eben reinpacken, sondern ich möchte vielmehr dieses große Globale ganz normal betrachten und das ist relativ einfach. Ich weiß jetzt, ich kann mit sehr, sehr gutem Gewissen dort für einen super angenehmen, günstigen Preis, das ist echt wichtig, wenn man mal so ein bisschen gegenrechnet, ist das ein günstiger Preis, egal ob jetzt die EX-Line oder die AX-Line spielt erstmal generell keine Rolle, kann ich dafür einen sehr, sehr guten Preis. Für einen sehr, sehr guten jährlichen Preis kann ich dort einen Server hosten bei Leuten, die wissen, was sie tun, die ein Konzept haben, was von vorne bis hinten komplett durchgezogen wird, was in Teilen auf Energieeffizienz halt eben abgemünzt ist und nicht auf Unternehmen, die halt eben sagen, rein damit, die Stromleitung passt noch. Nein, die müssen halt eben darauf achten, habe ich halt genug Strom, beziehe ich nicht so viel Strom und wir müssen erstmal drüber nachdenken, was wir überhaupt tun und was bieten wir dem Kunden wirklich an, anstatt einfach nur neuer Server, alles klar, kaufen, rein damit, Kunden anbieten. Nein. Hier in diesem Falle wird sich halt eben wirklich darüber Gedanken gemacht, was könnte für den Kunden passend sein, was ist für uns aus Sicht des Hetzners gut und was kann halt eben bei uns hier in unserem Konzept halt wunderbar funktionieren und wo müssen wir noch dran arbeiten, denn auch da wird natürlich weiter geforscht, was können wir halt eben noch besser machen, um vielleicht noch energieeffizienter zu sein, um vielleicht noch ein halbes Grad halt eben die Temperatur aus dem Rechenzentrum rauszubekommen oder dass halt unsere ganze AX-Serie ein halbes Watt an Strom spart, denn ihr wisst selber, ein halbes Watt pro Server auf die über 300.000 Server, die da stehen, ist eine verdammte Menge an Strom. Abschließend kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen lieben Dank an Hetzner, dass die uns diesen Besuch halt eben ermöglicht haben und auch diesen tiefen Einblick ermöglicht haben mit, guckt hier, hier habt ihr offene Türen, geht durch, stellt alle Fragen, ihr dürft euch alles ansehen und dafür nochmal vielen, vielen herzlichen Dank und für euch natürlich da draußen, macht's gut, vielen Dank, dass ihr dieses Video geschaut habt und bis dahin, macht's gut, ciao.